Herzlich willkommen. Gott hat schon so vielen Menschen geholfen und er hilft auch dir. So steht es in seinem Wort geschrieben. Und mach dich heute einfach eins mit uns im Gebet, auch für deine Anliegen. Ja, wir wollen uns eins machen für deine Anliegen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Durch Gnade, darüber möchte ich gleich etwas sagen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Durch Gnade. Und da möchte ich lesen aus Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Ja, was heißt das? Durch Gnade gerettet. Wir sind laut der Bibel alle Sünder von Anfang an und hatten die Trennung von Gott, müssten eigentlich bestraft werden, aber diese Strafe hat Jesus für uns am Kreuz auf sich genommen und der Weg ist frei. Der Weg ist nicht frei, weil wir uns gut benommen haben oder irgendwo nur Jesus lieben, sondern er ist frei, weil wir Gnade empfangen haben. Wir werden nicht bestraft, Jesus wurde dafür bestraft. Und Gnade ist etwas Unverdientes. Wir hätten eigentlich Strafe verdient, aber die Liebe Gottes ist so groß, dass er Jesus gesandt hat, damit die Strafe auf ihm liegt, wie es auch in der Bibel geschrieben steht. Nur grenzenlose Liebe kann so eine Gnade bewirken, die Jesus für uns getan hat. Ja, und die Auflösung der Trennung. Die Trennung ist nicht mehr da für jeden, der die Erlösung annimmt, der Jesus annimmt, der das Bezahlen unserer Schuld und Sünde angenommen hat. Und wir können es nicht erreichen, weil wir Verdienste haben oder irgendwie, weil wir gut sind oder was können oder Fähigkeiten haben. Ja, oder auch nicht durch Anstrengung. Jesus hat für uns die Gnade bewirkt. Selbst der Glaube wird durch Gnade geschenkt, wie wir auch im Wort Gottes lesen. Aber pass auf, Gnade ist nicht ein Spielzeug, wo wir sagen können, wir können alles tun, was wir wollen und es ist immer Gnade da. Ja, es ist immer Gnade da, ist richtig, aber wir sollen wirklich in der Wahrheit und Sündlosigkeit vor Jesus leben. Und wenn wir einmal einen Bock geschossen haben, dürfen wir um Vergebung bitten. Aber nicht gleichgültig sollen wir leben, sondern wirklich die Gnade genießen. Ich danke dir, Herr, dass wir deine Gnade genießen dürfen, dass du für uns bezahlt hast. Aber danke, schenk uns auch, Herr, wirklich eine Weisheit, richtig vor dir zu leben und nicht in Sünde. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Jesus hat schon viele Gebete erhört und das wollen wir nachher hören. Aber jetzt möchten wir beten für Menschen, die uns geschrieben haben. Und ein Gebetswunsch für Schwiegertochter und Sohn schreibt diese Frau. Ihr lieben Geschwister, meine Schwiegertochter hat seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen Zusammenbrüche, von denen sie sich meist erst nach 2 Tagen wieder erholt. Die vielen ärztlichen Untersuchungen haben bislang nichts ergeben. Unser Sohn bekommt zurzeit nur wenige Aufträge. Er ist selbstständig und sucht nach einer geeigneten Nebenanstellung. Wir vertrauen darauf, dass unser himmlischer Vater hilft. Und Jesus, das machst du auch. Du bist unsere Hilfe und unsere Kraft. Und wir wollen dir auch dieses Gebetsanliegen wieder ganz neu hinlegen und dich bitten, dass du eingreifst. Danke, Jesus, dass du diese Frau kennst mit diesen gehäuften Zusammenbrüchen, wo keiner weiß, wo sie herkommen. Aber du kennst die Ursache, Jesus. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Zustände einfach veränderst und dass du neue Kraft und neue Dimensionen in dieses Leben hineinbringst. Danke, Jesus, dass diese Zusammenbrüche aufhören. Und auch bei dem Sohn, Jesus, dass du auch für ihn eine Stelle hast, wo er zu verdienen kann. Oder dass du ihm wirklich so viele Aufträge schenkst, dass er davon leben kann, dass sie davon leben können. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der auch dieses Problem kennt und eine Lösung hat. Und wir danken dir, dass du eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein anderes Gebetsanliegen erreichte uns. Ich habe schon circa
zwei Monate sehr starke Schmerzen auf der rechten Seite am Po und im rechten Bein. Bin schon circa 7 Wochen in Behandlung, Krankengymnastik, aber nichts tut sich. Könnt ihr bitte für mich beten, dass Gott eingreift? Ich halte die Schmerzen fast nicht mehr aus, hoffe auf ein Wunder. Er hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen. Vielen herzlichen Dank. Ja, und Gott lässt uns nicht im Stich. Und Jesus, ich danke dir für diese Frau, dass du eingreifst in ihr Leben, dass du diese Zustände kennst und auch diese Schmerzen auf der rechten Seite, am Po und auch im Bein hinunter. Danke, Jesus, dass wir diese Schmerzen einfach entmachten jetzt durch dein Blut. Und ich danke dir, dass sie verschwinden und dass du sie wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du sie geschaffen hast und dass jeder Schmerz weichen muss. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über dieser Person und wir danken dir einfach für dein Eingreifen. Und auch bei jeder anderen Person, die Schmerzen hat jetzt. Danke, Jesus. Du kennst jede Person, die jetzt zuhört oder zuschaut. Und ich danke dir, dass jeglicher Schmerz jetzt ja einfach entmachtet ist durch dein Blut. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei jeder Person, die jetzt unter Schmerzen leidet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen erhielten wir per E-Mail. Ich bitte um Heilung meiner Zähne, Augen und Ohren. Ich bitte auch um finanzielle Hilfe. Herr Jesus, bitte lass ein Wunder geschehen. Danke. Ja, Herr, danke, dass wir für dieses Wunder beten dürfen. Ich danke dir dafür, Herr, für die Zähne, die Augen, die Ohren und was noch alles mit da zusammenhängt. Ich danke dir dafür, Herr, berühre auch, Herr, die finanzielle Situation. Danke, Herr, dort, wo Unmöglichkeiten sind, dürfen wir beten und danke, glauben, dass du eingreifst und Herr, schenke du Lösungen, schenke du Heilung. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet wegen ihrer Schmerzen. Liebes Gebetsteam, bitte betet mit mir, dass auch ich voll Vertrauen sagen kann, mein Gott kann. Mein Gott kann meine Beine, die ich nur unter unsagbaren Schmerzen bewegen kann, heilen. Danke, danke. Ja, wunderbare Aussage, mein Gott kann und er kann wirklich. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt auch diese Beine kennst und die Schmerzen kennst. Und danke, Herr, dass du kannst und dass du willst und dass du tust. Ich danke dir dafür, Herr, dass diese Schmerzen verschwinden in Jesu Namen. Amen. Amen. Und viele Gebetserhörungen haben wir auch wieder. Und ich habe einige mitgebracht. Und so schreibt eine Frau, Heilung an der Brust. Vielen Dank für eure Gebete. Gott ist groß und gut. Er hat meine Brust geheilt. Und wir wissen nicht genau, was da war, aber sie ist geheilt. Und ich möchte jetzt einfach für alle beten, auch noch die Probleme haben mit der Brust, besonders Frauen. Danke, Jesus, du bist ein Gott, der heilt und du hast diese Frau an der Brust geheilt und wir wissen nicht, was es ist, aber du heilst auch jeden Einzelnen, der jetzt, jede Frau, die an der Brust etwas hat. Danke, Jesus. Wir wollen es dir einfach hinlegen und es sind viele Zuschriften immer und ich danke dir und das, was du einmal getan hast, das kannst du wieder tun und ich danke dir für jede Frau, die du berührst jetzt, die an der Brust ein Problem hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann aus Bayern schreibt uns Folgendes. Nach eurem Gebet, seit Ostern habe ich kein Blut mehr im Urin und die Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich verbessert. Wie schön. Und was bei Menschen unmöglich scheint, das tut Gott. Vor ein paar Monaten bat ich sie um Gebet für meine Schwiegertochter und meinen Sohn, die ein Baby wollten und beide über 40 Jahre sind. Unerwartet wurde sie schwanger. Vor 14 Tagen ist uns ein gesundes Mädchen geschenkt worden. Die Schwangerschaft verlief wie durch ein Wunder unkompliziert und auch die Geburt ging recht schnell. Ich habe Gottes Hilfe und Gebetserhörung wieder einmal erlebt. Danke, dass ihr für die beiden gebetet habt. Unser Gott ist groß. Halleluja.
Ja, und das haben wir schon oft erlebt, dass Frauen einfach schwanger wurden, wo es nicht geklappt hat. Aber nach dem Gebet hat Gott eingegriffen. Und wie wunderbar ist das doch. Und ein letztes Zeugnis noch. Gott hilft auch bei Prüfungen im Studium oder in der Schule oder bei was auch immer. Und da schreibt jemand, meine Tochter hatte nach Studium und Weiterbildung ihre mündliche Abschlussprüfung. Wir baten dafür um Gebet. Sie hatte eine rundum überzeugende Prüfung. Ein Gnadengeschenk unseres Herrn. Wir sind froh und dankbar. Ja, das kann man nachvollziehen. Ja, bist du auch froh und dankbar, weil Gott etwas für dich getan hat? Lass es uns wissen, schreib es uns, damit wir es vorlesen können. Ja, wir hatten es von der Gnade. Gnade ist so ein Wort, das wir Christen so irgendwie wegstecken als selbstverständlich. Aber danke Gott doch einmal so richtig für die Gnade. Dass du nicht die Strafe erleiden musst, sondern dass du sein Kind darfst und ungehindert mit ihm reden darfst. Wie wunderbar. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, dann schreib uns einfach oder ruf an heute bis 13 Uhr am Telefon. Oder komm am Sonntag vorbei, 10 Uhr haben wir Gottesdienst oder im Livestream. Schau uns und sei mit dabei. Ja, und wir würden uns freuen, dich hier begrüßen zu dürfen. Alles Gute dir und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.